Guten Tag, liebe Leute. Ich bin's wieder, der Volker Schäffler. Es geht mal wieder, wie man sieht, um die Messiasmaschine. Oh, werden einige sagen, was ist denn das? Messiasmaschine haben wir ja noch nicht gehört. Naja, dann kann man aber auch mal gerne nachsehen in Google unter Volker Schäffler Messiasmaschine. Aber ich will's auch erklären. Messiasmaschine hat gar nichts mit Religion zu tun, sondern das, was wir haben, ist ein Kunstwerk, ein Gesamtkunstwerk. Und warum heißt das Messiasmaschine? Weil es kleine Wunder vollbringt. Deshalb heißt das Messiasmaschine. Oh, was kann denn die Messiasmaschine? Jetzt will ich euch das mal erzählen. Die Messiasmaschine, die macht aus Wasser Strom, und zwar im geschlossenen Kreislauf. Ja, werdet ihr sagen. Das haben wir ja noch gar nicht gehört, dass es so etwas gibt. Natürlich nicht, aber die Idee ist schon 70 Jahre alt. Die entstand ehemals bei einem Förster, und zwar bei Viktor Schauberger. Der hatte gesehen, wenn er an Bach spazieren ging, wenn der Bach sich so kräuselte oder in einem Strudel floss, dann dachte der Mensch, der Bach, wenn der im Strudel fließt, dann hat er aber eine ganz andere Geschwindigkeit, als wenn er gerade läuft. Und daraus hat er dann geschlossen, das könnte ich eigentlich mal nutzen. Diese Kunst der Natur könnte ich doch mir zu Nutzen machen, zu eigen machen. Und er baute dann einen Kupfertrichter. Er baute also die Natur nach. Er wollte einen Strudel herstellen durch einen Kupfertrichter, den er gebaut hatte. Und dann hat er probiert, ließ das Wasser durchlaufen und siehe da, es floss sehr viel schneller unten aus dem Abfluss heraus, als es aus einem Wasserhahn fließt. Und es hat auch einen höheren Druck. Dann hat er gedacht, oh, da kann ich ja ein Laufrad dran machen, dann kann ich ja Strom machen. Aber das wurde alles nichts. Also bis heute hat die Messiasmaschine, ich sag mal bescheiden, außer mir niemand gebaut. Warum nicht? Weil es immer hieß, das geht nicht. Weil, ich will es nochmal kurz mit einem Rückblick erklären, es gab einen Ricardo, den ich auch getroffen habe, auch in Landshut, der war auch bei mir in Hamburg. Und er hatte diese Unterlagen von Viktor Schauberger geerbt oder von der Familie bekommen. Und er hat dann diesen Trichter nachgebaut und hat dann versucht, daraus Strom zu machen. Er wollte Strom erzeugen, wollte dann mit dem erzeugten Strom eine Pumpe anschließen, die das Wasser wieder nach oben bringt. Und dieses Kreislaufsystem, das funktionierte nicht. Aber nun haben wir heute ganz andere Möglichkeiten. Ich will mal erklären, wie unsere Maschine funktioniert. Ich zeige es mal kurz. Wir haben also hier ein Laufrad. Dieses Laufrad wird natürlich dann andersrum drehen, nämlich die Öffnung nach oben. Es hat Auffangbehälter. Und dann hat es, wie dreht sich das Laufrad? Es hat hier ganz oben hat es ein Wasserbehälter. Und der Wasserbehälter lässt Wasser auf dieses Laufrad fließen. Das Laufrad dreht sich. Im Kern dieses Laufrades ist ein Generator und der Generator macht Strom, wie jeder Dynamo Strom am Fahrrad macht. Das ist ganz einfach. Natürlich ist er größer, macht dadurch mehr Strom. So, dann fließt das Wasser über dieses Laufrad, bewegt das und fällt unten rein in diesen Auffangbehälter. Wie kommt das Wasser nun wieder nach oben? Es soll ja ein geschlossener Kreislauf sein. Das ist ganz einfach. Wir schließen an einmal eine Solarwasserpumpe. Die Wasserpumpe fördert in der Stunde 3600 Liter Wasser. Das ist genau die Menge, die hier durchfließt, denn durch den Trichter fließen pro Sekunde 1 Liter Wasser. Sind 3600 Liter die Stunde. So, jetzt würde ich ja sagen, oh, das ist aber schön, aber was macht ihr denn nachts? Aus diesem Grund haben wir eine zweite Pumpe eingesetzt, und zwar
Die Wasserpumpe Witter, könnt ihr nachgucken im Internet, Wasserpumpe Witter. Das ist eine mechanische Wasserpumpe, die fördert Wasser von unten nach oben, in den Bergen sogar 100 Meter hoch, ohne Strom. Wie schafft sie das? Sie arbeitet mit einem Rückstoßventil. Sie braucht also nur, sie schafft das durch ein Gefälle. Wir haben dann das Wasser oben und in einem weiteren Behälter und von oben fließt das Wasser dann auf den Witter nach unten mit einer Fallhöhe von 3 Meter und dann pumpt der Witter das Wasser wieder nach oben. Und von dem Behälter oben fließt es natürlich auch wieder rüber auf dieses Wasserrad. Also es ist ein geschlossener Kreislauf. Was an Energie erzeugt wird, davon werden wir natürlich Strom erzeugen, werden wir Lichter machen, werden wir dieses integrierte Digital Biano speisen. Wir werden die überschüssige Energie in Batterien aufladen, sodass wir auch nachts Strom haben, auch wenn mal der Generator stillsteht oder wenn wir die Wasserpumpe abschalten oder wie auch immer. Wir haben also immer Strom. Das nächste ist, ihr seht ja hier diesen Globus. Der Film, den ich mache, wird in 16 Sprachen übersetzt und geht rund um die Welt. Wir haben ihn schon übersetzt in Türkisch, in Italienisch, in Spanisch, in Indisch, in... Welche Sprachen gibt es? In Russisch natürlich und in Portugiesisch für Brasilien und für Mexiko natürlich in Spanisch. Und dieses Kunstwerk, was wir hier haben, das ist ein Unikat. Es wird nur einmal hergestellt für ein Land. Und alle Länder, die eine Maschine haben möchten, da wird zwar die Technologie gleich sein, aber das Gesamtkunstwerk wird angepasst auf das jeweilige Land. Natürlich wird China, auch in Chinesisch wird der Film natürlich erscheinen, auch in China wird natürlich eine ganz andere Vorstellung sein von Kunst. Kunst, wisst ihr, ist unbegrenzt. Der eine mag das, der andere das. Chinesen möchten gerne Schwarzwalduhren, da werden wir lauter Schwarzwalduhren außenrum machen. Ist egal, wir haben alle Möglichkeiten. Es bestimmt der Käufer, was will er haben, welche Kunst will er haben. Und dieses Kunstwerk, wie gesagt, ist ein Unikat. Und wir werden die Maschine natürlich auch noch weiterentwickeln. Das heißt, wir haben jetzt ein Angebot von einer ausländischen Universität, die Maschine als Forschungsprojekt zu machen. Oh, beinahe hätte ich ja was ganz Wichtiges vergessen. Der Viktor Schauberger, der hat ja gesagt, durch die Drehbewegung des Wassers wird das Wasser schneller. Jetzt haben wir natürlich hier eine Drehbewegung in diesem Wasserbehälter, der unten in einen Trichter, Kupfertrichter mündet. Das ist schon okay. Aber wir werden noch einen Magnetmotoren oben einsetzen in dem Wasserbehälter, der wie ein Ventilator immer im Kreis dreht. Das heißt, das Wasser immer in eine Drehbewegung bringt, in einen Kreislauf. Das ist natürlich so ein kleines Bonbon von uns. Wer hat schon heute einen Magnetmotor? Hat ja noch keiner. Die Leute sagen immer, gibt's nicht, geht nicht. gibt's nicht bei uns. Wir machen's. So, deshalb ist auch bisher die Maschine in 70 Jahren noch nicht gebaut worden, weil es immer heißt, geht nicht. Aber es kommt auch dazu, es gibt sehr viele Widerstände. Natürlich haben die Energieunternehmen ein großes Augenmerk auf freie Energie. Also Erfindungen in dieser Richtung, die werden unterbunden, werden torpediert, die Menschen werden verfolgt. Habe ich auch alles erlebt, habe ich auch alles gehabt. Böse Kommentare in Xing gehabt. Interessiert mich gar nicht.
Ich mache die Maschine und es ist ja keine Konkurrenz für irgendein Energieunternehmen, sondern es ist ein Kunstwerk. Und es wird auch nicht in Massen hergestellt, dass jeder das im Garten hat. Wollen wir gar nicht. Die soll es einmal geben pro Land, das reicht uns. Aber wie soll das geschehen? Das ist Handarbeit. Wir werden die Maschine immer hier fertigen, werden die dann transportieren in das Land, werden die dort aufbauen. Und das braucht alles seine Zeit. Also es wird dann auch entsprechende Lieferzeiten geben, denn wir werden ja nicht Tag und Nacht arbeiten können. Und selbst wenn, so eine Maschine zu bauen, die braucht jetzt, wenn sie fertig ist, vielleicht 2 Monate und dann ist alle 2 Monate eine Maschine fertig. Aber wie viele Länder gibt es? Okay, aber ich habe ja noch was Wichtiges vergessen, beinahe vergessen. Die Maschine spielt natürlich auch die Musik der Bäume. Was ist das denn, werdet ihr sagen? Bitte nachgucken in Google, Volker Schäffler, Bäume musizieren. Ist ein einfaches Prinzip. Ihr kennt alle die Birke, auf der Birke befinden sich Striche. Und diese Striche sind Musikcodes, nichts anderes. Und zwar 23 Baumarten haben diese Musikcodes auf den Baumrinden, auf den Ästen, auf dem Baumstamm, auf den Zweigen. Und ich habe eine Schablone, damit kann man die auslesen, in Zahlen auslesen. Das wird dann übertragen. Also hier habe ich eine Schablone, noch eine Schablone. Das wird übertragen auf die Tastatur des Pianos. Also wenn hier steht Feld 1 einmal klicken, dann wird die durchnummerierte Tastatur. Und wenn Feld 1 steht einmal klicken, dann tippt man einmal, Feld 2 zweimal, dreimal. So spielt man 6 vor 6 zurück, das ist das ganze Geheimnis. Man kann auch variieren, man kann 6 vor 3 zurückspielen oder wie auch immer. Jedes Kind kann das spielen. Innerhalb von einer Stunde ist jedes Kind Pianist. Nicht nur Pianist, es ist auch Komponist. Denn die Kinder, die sind ja, naja, sagen wir mal, 10-mal klüger als die Erwachsenen. Sie können ja mit Technologie viel besser umgehen. Die werden dann natürlich probieren. Wie geht das? Was kann ich da noch spielen? Also, Kinder sollen sich mit Musik befassen, sollen sich mit Natur befassen. Was gibt es Besseres? Und wie viele Kinder gibt es in der Welt, die sich gerne mit solchen Dingen befassen würden? Und sie können Piano, Klavier lernen, nämlich mit Virtual-Piano. Also im Internet runterladen, virtual Piano, das ist kostenlos, und dann kann man auf der Tastatur, beim Laptop oder beim Computer Musik machen. Kostet nicht mal was. So, und dann kann aber jeder mit virtuellen Instrumenten, man kann mit jedem Instrument spielen. Noch schöner, man kann die Bäume untereinander spielen lassen. Ich habe schon Konzerte gespielt mit Birke und mit Esche, die haben einen Liebessong gespielt. Einer hat dem anderen geantwortet. Wunderbare Sache. Dann bin ich gegangen zur Kirche nach Schönberg, habe gesagt, hier zu dem Leiter des Schönberger Musiksommers, die sehr schöne, großartige Konzerte machen, er ist dort Organist, habe gesagt, hier bitte, kannst du mal diese Musikcodes, die ich gerade ausgelesen habe von der Birke, kannst du die spielen? Er hat sich hingesetzt, hat die gespielt. Leute, eine Hammerbomben. Wunderschöne Musik. Könnt ihr alles bei mir sehen? In YouTube, Volker Schäffler, guckt rein. Findet ihr die wunderbarsten Melodien der Bäume. Jeder Baum spielt eine andere Melodie. Ist das was? Okay. Bis hierher, Leute. Ihr werdet immer weiter noch wieder von mir hören. Eben kommt gerade mein Hund, der Hachiko. Ihr kennt ihn ja schon. Hachiko Schönberg hat 500 Filme in YouTube. Komm mal her, Schatz. Komm mal her. Darfst auch in Facebook rein, ne? So, mein Guter, ja. Leute, das war's. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen interessiert für dieses Wunder. Wunder der Technik, Wunder der Musik. Wunder, deshalb Messias-Maschine. Das war's. Tschüss, Freunde.